Wiener Vorlesungen aus dem Wiener Rathaus. Heute Experimentalphysiker Anton Zeilinger im Gespräch mit Hubert Christian Ehalt. Guten Abend, herzlich willkommen bei den Wiener Vorlesungen. Ich begrüße Sie zu einem Gespräch mit einem der prominentesten Wissenschaftler Österreichs, mit dem Physiker Anton Zeilinger. Herr Professor Zeilinger ist Professor für Experimentalphysik an der Universität Wien. Seit dem Juli 2013 bist du auch Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der traditionsreichsten Forschungsgemeinschaft, die Österreich hat. Bei langen Forschungsaufenthalten war Zeilinger auch am MIT, am Collège de France, an der Universität Oxford. Einer großen Öffentlichkeit ist er bekannt über seine Forschungen über Teleportation und Quantenkryptographie und auch über seine beiden Bücher an ein größeres Publikum, er hat sie fein genannt, Einsteins Spuk und Einsteins Schleier. Dieses Gespräch findet anlässlich des 70. Geburtstages von Herrn Zeilinger statt und wir haben gesagt, wir reden über ein sehr weites Feld, über umfassende Fragen der wissenschaftlichen Erkundung des Universums zwischen den Welten von Gesellschaftswissenschaft und Naturwissenschaft und Kunst. Das Gespräch hat den Anspruch, dass es ein Porträt auch von dir zeichnet. Es führt entlang der Lebensgeschichte in unterschiedliche Themen und Aufgabenfelder, repräsentiert somit auch ein Stück Zeitgeschichte, eines guten Stückes österreichischer Zeitgeschichte. Du bist am 20. Juli 1945, am 20. Mai, ja ganz, ganz knapp an deinem Geburtstag, am 20. Mai 1945 geboren und Österreich hat in diesen 70 Jahren ja eine ganz beeindruckende Erfolgsgeschichte, die sich nicht zuletzt auf wissenschaftliche Erfolge gründet, durchgemacht. Du bist also am 20. Mai 1945 in Ried im Innkreis geboren. Auch dein Vater war Wissenschaftler, war Professor für Milchwirtschaft und landwirtschaftliche Mikrobiologie. 2 Jahre war auch Rektor von 1969 bis 1971 an der Universität für Bodenkultur. Hast du dich schon als Kind und Jugendlicher für Wissenschaft interessiert? Im Nachhinein ist es mir klar, dass ich mich immer schon für Wissenschaft interessiert hatte, obwohl mir das damals nicht so klar war. Aber es war einfach die Atmosphäre zu Hause. War so. Mein Vater hat mich gelegentlich in die Labors mitgenommen, schon vor 55, wir kamen 55 nach Wien, ein paar Tage vor der Unterzeichnung des Staatsvertrages, ganz interessant. Hat er mich auch immer wieder in Labors mitgenommen. Ich habe natürlich nicht verstanden, worum es da geht, aber ich habe mitbekommen, dass das eine besondere Atmosphäre ist. Ich weiß auch nicht, warum, wie man sowas mitbekommt. Und ich habe dann immer schon Dinge gerne zerlegt. Ich bin sozusagen nicht der Bastler, der was zusammenbasteln möchte, sondern ich bin der Zerleger. Ich zerlege die Dinge sehr gern, auch immer schon. Ich habe sie sehr gern zerlegt. Und wenn ich sie zerlegt gehabt habe, wenn ich verstanden habe, wie es funktioniert, hat es mich nicht mehr interessiert. Das Zusammenbasteln war dann eigentlich fad, weil da weiß man ja, wie es funktioniert, warum sollte man das tun? Da gibt es legendäre Geschichten in der Familie. Ein Hauptwort ist ja auch Analyse, das heißt ja auch... Die Analyse, ja, Zerlegung ist ganz wichtig. Ich möchte vielleicht noch, wenn ich noch was sagen darf, zu dem Mai 45, weil das ist mir jetzt wirklich, liegt mir wirklich am Herzen. Wie ich geboren wurde, das war gerade die Zeit, wo die Amerikaner die Verwaltung von Ried im Innkreis übernommen haben. Und meine Mutter hat gesagt, es war offenbar ein bisschen eine kompliziertere Entbindung, dass das Problem war, dass die Ärzte und die Leute, die da herum waren, mehr interessiert waren an ihrer eigenen Zukunft, weil die meisten von denen waren Nazis. Ne? Die haben jetzt daran diskutiert, was wird mit uns jetzt passieren. Die Frau, die da gelegen hat, war für sie weniger interessant. Ich sage das nur als ein Background und ich möchte einen weiteren Punkt noch sagen. Meine Generation
Ich bin also unmittelbar nach dem Krieg geboren, ist die erste Generation seit langem, die keinen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland erlebt hat. Und das ist für mich jeden Cent wert, der nach Brüssel geht. Das möchte ich ganz klar sagen. Da ist alle anderen Diskussionen, die wir über Brüssel haben, so sind dazu im Vergleich dazu gar nichts. Also du warst mit 10 Jahren schon im einmal Rathausis. Das ist ein schönes Votum des Bekenntnisses zu einem friedlichen Europa und muss uns nachdenklich stimmen im Hinblick auf jede Gefährdung. Und wenn es auch nur eine kleine ist, dieses Friedens, dieses wunderbaren Friedens, den es doch in einem großen Teil von Europa gibt. Du warst als Kind schon einmal mit in dem Labor und zu Hause hast du gerne, wahrscheinlich hat sich die Mama nicht immer darüber gefreut, wenn du einer Sache durch Zerlegen auf den Grund gegangen bist, aber wie war das dann mit dem Berufswunsch? Berufswünsche kristallisieren ja dann mit 8, 9, 10, 11, 12 Jahren. Kannst du dich noch auf deinen ersten Berufswunsch erinnern? Ja, der erste Berufswunsch war Astronaut. Ich wollte dann noch, das war gerade, ich wollte da vielleicht irgendwann einmal Lokomotivflieger, aber Astronaut hat mich interessiert, weil ich wollte da hinauffahren, das war spannend. Und es war damals schon klar, dass diese Entwicklung, war relativ früh klar, dass diese Entwicklung existiert Richtung Erdsatelliten. Und ich habe dann hab mich immer schon für diese Dinge interessiert. Aber es war also schon was Naturwissenschaftliches. Ja, das ist, da geht Richtung auch meine nächste Frage hin. Bevor es die elektronischen Medien gegeben hat, jetzt geschehen ja Sozialisierungen durch bestimmte Computerspiele und durch die elektronischen Medien, da gab es so etwas wie die sogenannte Lesebiografie. Wie ist man der geworden, der man ist, oder wie hat man den Weg ins Leben durch Lesen geschafft? Ich kann mich erinnern, bei mir waren es die Rittersagen und Heldensagen, die Antiken. Was war es bei dir? Was hat dich literarisch in die Welt geführt? Waren das Technikbücher oder war darunter schon auch das eine oder andere Gäste, jetzt kulturelle Literatur? Was war das erste? Also ich habe groß verschlungen diese berühmte Büchlein-Sagen aus Österreich. Ich glaube, da kann ich einige heute noch rezitieren. Habe ich spannend gefunden. Und dann habe ich schon sehr viel gelesen damals nicht das, was man heute Science Fiction nennt. Habe ich einige Dinge gelesen mit großem Interesse. Erinnere ich mich auch. Und die Zeitschrift, meine Nummer 1 Lieblingszeitschrift war damals die Wunderwelt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Die hat ja auch Themenhefte oder da kam Wissenschaft auch vor. Da kam Wissenschaft durchaus vor, aber es kamen auch durchaus auch, was man heute sagen würde, fast schon rassistische Dinge waren da über die. Also damals hat es die politische Korrektheit. Die politische Korrektheit gab es überhaupt noch nicht. Aber ich glaube nicht, dass man das sehr geschadet hat. Ja. Aber es sind dann, wenn du dann in der Pubertät warst, 15, 16, da sind es doch auch Bücher, die einem intellektuell prägen. Erinnerst du dich dann an einen Text, wo dir die Nackenhaare sich aufgestellt haben, weil es so spannend war? Etwas, also ich kann mich erinnern, wir haben den Mythos des Sisyphus gelesen mit 16, 17. Also was für war das mich, bei dir? Was für mich ein sozusagen Schlüsselerlebnis war, ich habe ja Latein und Griechisch gehabt in der Schule, worüber ich heute noch froh bin, nicht? 6 Jahre Latein, 4 Jahre Griechisch. Und das Lesen der Verteidigungsrede des Sokrates war ein gewaltiges Erlebnis. Und zwar einfach deshalb, weil so Dinge wie Wahrheit zu seiner Meinung stehen und wie kann man das machen in einer Gesellschaft, die unmögliche Anforderungen an einen stellt, dass diese Probleme schon 3000 Jahre alt sind und dass die wirklichen Probleme dieser Art sich nicht geändert haben, das war für mich eigentlich ein fast schockierendes Erlebnis, muss ich sagen. Das war interessant. Seit ich dich kenne,
kenne ich ein ausgeprägtes Interesse für wissenschaftstheoretische und philosophische Fragen. Hast du dieses Interesse immer gehabt? Aber zunächst die Vorfrage, wie kamst du dann zu dem Studium? War das dann schon mit 16, 17, 18 klar, dass du Physik studieren wirst, oder gab es dann noch Mathematik oder andere Fächer als Konkurrenz? Es hat sich immer mehr Physik herauskristallisiert. Das hängt sicher mit meinem Mittelschullehrer zusammen, ein gewisser Professor Lederer am Hitzinger Gymnasium. Bei dem haben wir Mathematik und Physik gehabt. Aus einem Grund, den ich eigentlich bis heute nicht verstehe, war es immer klar, dass mich die Physik mehr interessiert. Wahrscheinlich ist es irgendwie der Kontakt zur Wirklichkeit, dass es sozusagen, wenn man mit der physikalischen Realität zu tun hat. Und die Experimente, die uns dieser Herr Professor Lederer gezeigt hat, die waren einfach spannend, die waren fantastisch, auch wenn sie, oder gerade wenn sie manchmal schiefgelaufen sind. Das kann man übrigens als didaktisches Mittel einsetzen. Man kann in einer Vorlesung bewusst ein Experiment schieflaufen lassen, weil das merken sich die Studenten dann nicht. Das vergessen sie. Auch die schlechten Studenten vergessen das nicht. Und hat der Physikprofessor auch die Gabe gehabt, dass das Fach in seiner theoretischen Spannung zu vermitteln? Ja, also ich war immer schon in der Schule ein bisschen Außenseiter. Zum Glück gab es auch zwei andere, die auch ein bisschen Außenseiter waren, im Sinne von, dass wir uns wirklich wissenschaftlich interessiert haben. Schon ab 13, 14. Der Schulweg hat manchmal eine, zwei Stunden gedauert, weil wir ununterbrochen diskutiert haben über alles Mögliche, Kosmologie, Atomphysik, alles Mögliche. Wir haben uns eingebildet, wir verstehen, worum es geht, nicht? Und das war ganz, ganz wichtig, nicht? Diese Verstärkung. Der wusste das und hat das auch gespielt, Der Lehrer hat das offenbar gemerkt und hat eines, für mich ist die wichtigste Eigenschaft, ich möchte das ganz klar sagen, die wichtigste Eigenschaft eines Lehrers ist, begeistert zu sein von seinem Fach und imstande zu sein, diese Begeisterung rüberzubringen. Das ist wichtiger als jedes fachdidaktische Wissen oder was auch immer. Und der war einfach begeistert. Und wir haben gesehen, also wir haben dann aus unserer Klasse, man muss sich das vorstellen, humanistisches Gymnasium, glaube ich, waren wir 17 oder 18 Maturanten, vielleicht 19, von denen haben 5 Physik studiert. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon was Besonderes, nicht? Vor dieser Totalspezialisierung in wissenschaftlichen Fächern und Detailfächern, die in den letzten 25 Jahren erfolgt ist, gab es ja universitär schon einen Spielraum, Dinge interdisziplinär zu diskutieren. Wie war denn da das Klima dann das universitäre Klima? Hast du an der Universität oder an der Technik? Ich habe an der Universität Wien studiert. Und ich muss sagen, das Klima ist mir schon von Anfang an ziemlich verstaubt vorgekommen. Und ich habe dann später erst gelernt, dass das zu tun hat mit der ganzen Emigration, nicht, und all diesen Dingen, dass wirklich ein Großteil der guten Lehrer verloren gegangen sind. Eine Handvoll, ich möchte keine Namen nennen, eine Handvoll waren wirklich begeisternd und interessant. Mein Walter Thiering ist völlig klar, ich nenne nur jetzt nur einen Namen, möchte nicht weitergehen. Der war klar, der war wahnsinnig trocken und sachlich, aber man hat gewusst, da geht's ab. Aber Walter Thiering war ja auch für philosophische Fragen. Der war auch für philosophische Fragen. Konnte er das auch vermitteln? Oder nein, wobei das Interessante ist, die philosophischen Fragen wurden in keiner Vorlesung diskutiert, praktisch nicht. Aber es muss irgendetwas in der Luft gewesen sein, weil als ich dann 77 in die USA kam, ans MIT, ging mir etwas ab. Und ich kam dann relativ bald darauf, dass es diese Offenheit für fundamentale Fragestellungen ist, ohne dass jetzt bei dem, was ich in der Wissenschaft mache, gleich eine Anwendung dahinter stecken muss. Aber du hast jetzt und das gab es offenbar noch in Wien, obwohl es nie ausgesprochen wurde. Du hast schon eine Antwort ja vorher gegeben. Offensichtlich
hat es in Wien schon etwas gefehlt. Meine Frage geht, wie war die Universität damals, Mitte der 60er Jahre? Wie hast du sie wahrgenommen? Was hat dich beeindruckt dann? Und was hat dich gestört? Also einerseits gestört hat dich, hast du schon gesagt, dass es schon ein Stückchen etwas verstaubt und einen Mangel an Offenheit für den großen, spannenden, theoretischen Raum gegeben hat? Der große Vorteil damals für mich und für viele andere war, dass es damals praktisch keinen Studienplan gab. Das heißt, es gab nur einige wenige Vorschriften, einige wenige Seminare und Praktika, die man machen musste. Und dann ging es direkt zum Doktorat. Ja. Während heute ist das Studium furchtbar. Jeder schimpft drüber, aber es sind quasi die Stundenpläne sind durchdiszipliniert. Die Leute müssen einen Bachelor machen, die müssen einen Master machen und so weiter und so fort. Und das ist in meinen Augen eine unglaubliche geistige Vergeudung. Aber ich kann mich auch erinnern, es gab ganz unterschiedliche Aussagen, was man zum Rigorosum braucht. Und die einen haben gesagt, da muss man diese Veranstaltungen haben, die anderen das. Kontrolliert am Schluss ist nur ein Teil dessen worden. Ja? Es war ein großer Freiraum. Also es war nicht verschult. Die Anforderungen an die Dissertation waren zum Teil sehr hoch, aber es war frei. Ich weiß bis heute nicht, was kontrolliert wurde, weil ich habe am Schluss dann alle meine Zeugnisse abgegeben und das war in Ordnung. Wie das überprüft wurde, weiß ich nicht. Nicht? Und bei der Dissertation hatte man die große Freiheit und ich habe sie genutzt. Ich bin damals herumgegangen, habe mich gefragt, alle wer sind, wo hat man ein Bild gemacht, wer die besten Physiker in Wien sind, wer würde am ehesten, was mir am meisten dann gelegen ist. Letztlich sind in meiner Alters, für mich passend, sind zwei Namen übrig geblieben. Eines war der Walter Diering in theoretischer Physik und das zweite war Helmut Rauch, ein junger Dozent, der ist nur 6 Jahre älter als ich. Weiß nicht, ob er da ist. Ein junger Dozent in der Experimentalphysik, Atomphysik. Das wusste man. Das wusste man irgendwie, das nicht. Und dann bin ich, nachdem ich experimentell arbeiten wollte, bin ich zum Rauch gegangen. Er hat mich zum Glück genommen. Und das war Gab es damals schon die Entscheidung, theoretische Physik, Experimentalphysik? Oder? Ja, es gab die Wahl des Betreuers der Doktorarbeit. Und bei Walter Diering war es ganz klar ein Thema in der mathematischen Physik gewesen. Das ist klar. Ich habe das dann nicht einmal überlegt, weil das ist nicht mein primäres Interesse. Kommen wir auf die beiden großen Imperien der Wissenschaft, da stecken ja sehr viele spannende Fragen jetzt für unser Gespräch drinnen zu sprechen. Das eine die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften, das andere die Naturwissenschaften. Die Akademie der Wissenschaften hat zwei Klassen zu diesen beiden Imperien, die mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse und die philosophisch-historische Klasse. Wenn man ein paar Jahrzehnte zurückdenkt, dann hatten das höchste Prestige die Geisteswissenschaften. Ich kann mich erinnern, dass mir Manfred Wählern einmal erzählt hat, dass er das mehrfach erlebt hat, bei einer großen Diskussion, wo es um allgemeine Fragen jetzt von Wissenschaft, Wissenschaftsorganisation gegangen ist, hat sich dann jemand gemeldet und hat gesagt, ich bin ja nur ein Techniker, melde mich trotzdem zu Wort. Ja. Wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, dann hat sich diese kulturelle Hegemonie in den Wissenschaften total verändert. Die ist fast übergangslos an die Naturwissenschaften übergegangen. Woran liegt das aus deiner Perspektive? Oder würdest du dem auch widersprechen? Es ist meine Wahrnehmung. Also die Wahrnehmung ist sicher so in der Öffentlichkeit, wobei ich persönlich keinen Grund sehe, warum die Kollegen aus den Geisteswissenschaften sich irgendwie zurückgedrängt fühlen. Für mich zählt das gesamte Bild und es kann keine Wissenschaft auch den Anspruch erheben,
wichtiger als andere zu sein. Wir sprechen, ich meine, die Geistes- und Kulturwissenschaften sind wichtig für unsere Identität. Für unsere Identität als Menschen, als Österreicher und so weiter und so fort. Und ich bin froh, das ist eine der Dinge, die mich wirklich freuen an meiner Aufgabe als Präsident der Akademie der Wissenschaften, dass ich alle diesen breiten Blumenstrauß habe. Und da gibt es unglaublich faszinierende Dinge, die gerade in den Naturwissenschaften sind immer wieder in den Medien. Die Geisteswissenschaften verdienen es genauso. Wir haben einige der weltweiten Top-Institute auch in den Geisteswissenschaften, nicht? Ich wusste zum Beispiel lange nicht, dass wir wahrscheinlich das beste Institut für Iran-Studien, für Iranistik haben, außerhalb des Iran, mit der best ausgestatteten Bibliothek auf dem Sektor zum Beispiel. Oder wir haben Leute, die werden angerufen, wenn es in einem arabischen Land eine Entführung gibt mit Geiseln und so weiter und so fort und man nicht weiß, welche Gruppen jetzt dafür verantwortlich sind oder wie spricht man mit denen, dann haben wir Leute an der Akademie, die werden angerufen, die werden um den Rat gebeten. Nicht? Was steckt da kulturell dahinter? Wie kann man mit denen wirklich sprechen und so weiter und so fort? Das sind unglaublich spannende Dinge, nicht? Na, ich denke auch, dass die Geisteswissenschaften auch so in einer, ja auch sich bewusst in so einer defensiven Kultur gestalten. Also sie über früher, damit meine ich bis vielleicht vor etwa 17, 18, 19 Jahren, gab es die große Gattung des Buches. Also die Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler haben große Monographien geschrieben. Jetzt hat sich die wissenschaftliche Qualitätsmessung ja auf den Aufsatz konzentriert in pre-reviewten Zeitungen. Und damit geht der Wissenschaft auch etwas verloren, weil diese großen, aus einer Hand gestalteten Bücher, die waren doch bei allen Schwächen ein Stückchen einer kritischen Erklärung dessen, was geschieht. Also wir haben ein zentraler Punkt bei uns an der Akademie. Wir haben ja 1400 Mitarbeiter, nicht? Wissenschaftler aus allen Institute. Gebieten. Wir haben 29 Institute insgesamt. Ist die Qualitätssicherung sozusagen, nicht? Und die Frage ist, wie beurteile ich wissenschaftliche Qualität in welchem Gebiet? Und da ist bei den Geisteswissenschaften nimmt nach wie vor die Monographie eine zentrale Stellung ein. Und das ist gut so, das ist wichtig. Und dabei sollte man bleiben. Man kann nicht die Beurteilung von Wissenschaften auf Erbsenzählerei reduzieren. Also darauf, wer publiziert wo, wie viel und so weiter und so fort. Das wäre auch in den Naturwissenschaften übrigens zu kurz gedacht. Das ist keine Frage, nicht? Mir fällt auf, also in den Geisteswissenschaften gibt es auch jetzt an den großen Thesen, die ja meines Erachtens notwendig sind, eine gewisse Kritik und Selbstzweifel. Und es grassiert bei den Historikern ein Begriff, also der ist jetzt nicht, der ist allgemein in der Geschichtswissenschaft ein leitender Begriff, das Ende der großen Erzählungen. Also wenn Norbert Elias den Prozess der Zivilisation beschrieben hat und Jürgen Habermas sehr genau und sehr eindrucksvoll beschreibt, wie sich Öffentlichkeit entwickelt hat als Strukturwandel der Öffentlichkeit, oder Richard Sennett sagt, also von einem Terror der Intimität spricht mit so einer Longue-Durée-Betrachtung, dann sehen die Kolleginnen und Kollegen aus den Geisteswissenschaften das jetzt sehr kritisch. Sie ziehen sich eigentlich defensiv zurück und sagen, da gibt es nicht eine Faktengeschichte, die man aufgrund neuerer Forschungen kritisieren und ergänzen muss, sondern so wie alles, was in den menschlichen Köpfen gedeiht, ist es eine Form der Erzählung, mündliche Überlieferung und Erzählung, schriftliche Erzählung. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es das Ende der großen Erzählungen gibt. Aber also ich sehe es selbst auch und will dich
dazu befragen, auch kritisch, weil es ja eine Aufgabe einer These ist, wenn man sagt, Geschichte war nicht Faktum oder ist nicht Faktizität, sondern im Grunde Erzählung, dann ist es eine sehr defensive Haltung in der Interpretation dessen, was geschieht. Weil wenn etwas Schlechtes geschieht, was Bösartiges, dann bedarf es ja eines Berichtes und zu sagen, es sei nur eine Erzählung, ist für Fakten, die ja auch gegeben sind, eine verniedlichende Haltung. Das ist ein interessanter Punkt. Ja, also es hat ja auch Leute gegeben, die versucht haben, uns Naturwissenschaftler weiß zu machen, dass was wir erzählen auch nur Narrative sind, auch nur Erzählungen sind. Wie siehst du das? Das ist natürlich ein Punkt der beiden Kulturen. Das ist natürlich ein blanker Unsinn. Das ist schlicht blanker Unsinn, nicht? Ich meine, man kann diskutieren über die Interpretation von Daten, über die Bedeutung, warum haben wir diese Art Naturgesetz und nicht andere und so weiter und so fort. Aber sozusagen die Tatsache, dass ich jetzt in ein Flugzeug steige und damit darauf vertraue, dass das ein konkretes Naturgesetz, nämlich das Bernoullische Gesetz über Strömungen und so weiter, dass das stimmt und zwar mit einer unglaublichen Präzision, das ist kein Narrativ. Das ist ein einfaches Faktum, nicht? Das ist eine Tatsache. Wenn ich jetzt zu den Geisteswissenschaften komme, so glaube ich, hat man hier zum Teil das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Aus verschiedenen Gründen. Zum Ersten, es ist klar, dass man auch gerade in Geschichtswissenschaften verschiedene Dinge jetzt neu interpretieren kann und neu sehen kann und so weiter und so fort. Und dass man auch andere Positionen als die eigene akzeptieren muss und dass es hier eine Toleranz geben muss und einen Dialog. Das heißt aber nicht, dass man deshalb nicht eine eigene Position haben soll. Mhm. Und ich würde sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass man eine eigene starke Position hat, denn nur dadurch kann man in einem Dialog weiterkommen. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen und das, glaube ich, geht ein bisschen in die Richtung von dem, was du gesagt hast, was mich sehr gefreut hat. Jede Kritik an bestehenden Verhältnissen muss letztlich auch eine rationale Kritik sein. Das Programm der Aufklärung. Mhm. Und diese rationale Kritik geht in dem Moment unter, wo man sagt, das Ganze sind nur Erzählungen, sind nur Narrative. Und das halte ich für sehr gefährlich. Das finde ich nicht für gut. Schön, dass du das sagst. Ja. Ein großer Unterschied zwischen den beiden Wissenschaftsfeldern ist ja fraglos im Bereich der Anwendung. Die Naturwissenschaften denken ja im Grunde mit gutem Recht und mit vielen Gründen Anwendung immer stärker mit. Ich würde sogar die These wagen, also dass Grundlagenforschung mit Recht sich auch die Frage stellt, in welcher Richtung sind Dinge anwendbar. Und es ist ja evident, dass viele naturwissenschaftliche Disziplinen also in dem ganzen breiten Feld einen hohen Nützlichkeitsgrad in nützlichen Anwendungen haben, wo den Bürgerinnen und Bürgern auch klar ist, kann auch für sie persönlich nützlich sein. Und da ist der Gegenstand einfach anders. In den Geisteskulturen, Sozialwissenschaften kann es diesen Fortschritt jetzt einer Hauptfunktion, wenn ich an mein Fach die Geschichte denke, einer Magistra Vitae, also sozusagen einer Anleitung, die Welt richtig zu verstehen und daraus Schlüsse zu ziehen, in dem Sinn nicht geben, weil es diesen Fortschritt, also jedenfalls nicht sichtbar und deutlich und nachvollziehbar, einen großen Fortschritt jetzt im Sinne einer Welt, die friedlicher wird oder demokratischer wird oder also jedenfalls nicht so gibt, wie man sich diesen Fortschritt wünschen würde. Das heißt, das sind schon dann zwei ganz unterschiedliche Voraussetzungsbereiche. Auf der einen Seite eine Wissenschaft, die sichtbare Erfolge im Sinne von auch nützlichen Anwendungen generieren kann, und eine Wissenschaft, die zeigt, die Kulturen
werden zwar in über Zeiträume und in vielen Bereichen demokratischer. Es gibt einen Fortschritt, aber der ist wiederum nur sehr brüchig. Die Kruste der Barbarei ist dünn und längerfristig kann man einen solchen Fortschritt nicht festmachen, was vielleicht auch die Wissenschaften dann als zu Unrecht ein wenig gegenüber den Naturwissenschaften benachteiligt. Wie siehst du das? Also ich würde es zuerst mal für falsch halten, das ist meine Überzeugung, die Naturwissenschaften aus den Anwendungen her zu motivieren. Das ist viel zu kurz gedacht. Das Überraschende an den Naturwissenschaften ist, dass die wirklich große Durchbrüche oft kamen aus einer Analyse von fundamentalen Fragestellungen, wo niemand an eine Anwendung dachte. Mein berühmtes Beispiel ist die Entwicklung der Relativitätstheorien durch Einstein, nicht? Das war eine Analyse, letztlich ging es zurück auf Ernst Mach, Analyse der Natur von Raum und Zeit, nicht? Und die Konsequenz zum Beispiel, dass wir heute jeden Tag ununterbrochen Relativitätstheorie anwenden, wenn wir mit dem Auto, mit dem Navigationssystem fahren, ist für mich keine Rechtfertigung dafür, dass die Arbeit von Einstein damals wichtig war oder nicht. Die war wichtig, unabhängig davon, ob das heute in einem Navigationssystem eingebaut ist oder nicht. Oder man kommt dann auch zu so Modeerscheinungen, dass Wissenschaftler besonders in den medizinischen Wissenschaften ist das leider eine Modeerscheinung geworden, dass man ununterbrochen spricht davon, welche Krankheiten man noch heilen wird und weiß der Teufel, was da alles erfunden wird, weil die Öffentlichkeit das auch verlangt und erwartet. Das ist in meinen Augen nicht eine gute Motivation. Und wenn man jetzt, sondern es muss letztlich die wissenschaftliche Neugier sein. Und das Interessante ist, dass wenn man diese wissenschaftliche Neugier leben lässt, unter einer einzigen Voraussetzung, dass sie wirklich sozusagen spannend sein muss, dass sie wirklich an der vordersten Front sein muss, dann kommt was Interessantes raus, das manchmal Anwendungen hat, manchmal nicht Anwendungen. Und wenn wir über die Geisteswissenschaften sprechen, ich finde schon, dass es hier, allein die Tatsache, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in Europa zumindest, wo man gelernt hat, Probleme durch Dialog zu lösen, miteinander zu sprechen, nicht, was wahnsinniger Aufwand ist, aber trotzdem, man spricht miteinander, man redet miteinander, man versucht, gemeinsame Lösungen zu finden, das ist schon ein Fortschritt. Wie weit das jetzt wirklich Leistung von Geisteswissenschaften ist, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass da etwas, sozusagen, dass autoritäre Vorgangsweisen weniger akzeptiert sind und so weiter und so fort. Also etwas, was ich dich in dem Zusammenhang fragen möchte, die bei den Geisteskultur und Sozialwissenschaften, also wenn ich mir die Forschungstätigkeit jetzt dieser Gesellschaftswissenschaften, Geschichtswissenschaften ansehe, dann sind es hochqualifizierte, hochinteressante Detailstudien in vielen Bereichen. Aber auch in den Naturwissenschaften. Hochinteressante, also jetzt, wenn man jetzt etwas wissen will über ein größeres Feld, dann und ich betrachte das sinnbildlich, dann sehe ich eine große, sehr große weiße Leinwand und auf der sind einige wunderbar ausgearbeitete Details drauf. Und ich glaube, das ist so, das gehört ein Stückchen auch zur Arbeitsweise einer fundierten Gesellschaftswissenschaft, dass sie im Grunde nicht das Ganze erklären kann, sondern es muss von sehr, sehr guten, exakten Detailstudien ausgehen. Aber bei den, jetzt ich als Laie, wenn ich den Kosmos der Naturwissenschaften betrachte, dann habe ich den Eindruck, da wird das Wissen über das Große und Ganze doch breiter, dichter. Also es ist nicht so, wie es dem Charakter der Geisteswissenschaften, dass es diese kleinen, feinen Details auf einer großen, freien Leinwand gibt. Aber vielleicht ist das auch nur eine optische Täuschung aus der Distanz. Ich glaube, das ist eine Außenwahrnehmung. Auch in den Naturwissenschaften
muss man sich in ganz spezielle Probleme wirklich hineinbeißen. Und nicht und Definition, die berühmte Definition, ich weiß nicht, von wem sie stammt, eines Experten, der im Laufe der Zeit immer mehr von immer weniger weiß, bis er am Schluss alles von nichts weiß, nicht? Die stimmt, glaube ich, die stimmt, es ist nicht zynisch gemeint, sondern es ist eine Voraussetzung dafür, dass ich wirklich, ich muss mich verbeißen wollen in kleinere Spezialfragen. Und gelegentlich hat man dann das Glück, und einige wenige können das, die dann den großen Überblick haben und plötzlich die Querverbindungen sehen und so weiter. Und das sind dann oft die ganz, aber das wird es doch wohl in den Geisteswissenschaften auch geben. Das naja, war plötzlich ich will das gar nicht die noch keiner gedacht hat. Ich glaube, es hat eher etwas mit dem Charakter des Materials zu tun. Aber wenn man an so große Dinge wie von dem Molekularbiologen Craig Venter, er verspricht innerhalb eines bestimmten Zeitraumes die gesamte DNA zu sequenzieren, dann ist da ein ungeheurer Optimismus im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit dieser Forschung. Aber gerade das war doch bitte nur ein Wettrennen zu einem Ziel, von dem jeder gewusst hat, es ist erreichbar. Es ist nur die Frage, erreichen wir das ein Jahr früher oder ein Jahr später. Ist daher wissenschaftlich eigentlich nicht interessant. Mhm. Was wissenschaftlich interessant ist, ist eine neue Fragestellung, an die noch niemand andere gedacht hat. Also dann wäre das aus deiner Sicht Spannende. Auch eine Verbindung zwischen den wissenschaftlichen Großbereichen. Weil ich würde jetzt für die Geisteswissenschaften sagen, wenn man da sehr viel Forschungsmittel zur Verfügung stellt, um einen Bereich weiterzutreiben, dann ist das, was man, glaube ich, als seriöser Forscher, Forscherin versprechen kann, man wird am Ende des Projektes 100-mal mehr hochqualifizierte Fragen stellen können. Also es ist auch ein großer Fehler, viel mehr Geld in den Naturwissenschaften nur in ein Gebiet zu pumpen, weil es da ja interne Dynamiken gibt. Ich kann zum Beispiel eine wichtige Beschränkung im wissenschaftlichen Fortschritt, das ist ein unbeliebtes Wort bei manchen Leuten, ich weiß es, ist, dass man nicht durch mehr Geld plötzlich mehr produzieren kann. Mein berühmtes Beispiel, wenn ich den Bau der Pyramiden anschaue, nicht? Wenn die 100-mal so viel Geld gehabt hätten, hätten sie die Pyramiden auch nicht schneller gebaut. Weil in der Wissenschaft ist die Dynamik die, dass neue Ideen eine gewisse Zeit brauchen, bis sie in der Community so rezipiert sind, dass sie so stabil sind, dass man auf dem wieder den nächsten Schritt aufbauen kann, bis eine nächste Generation der Wissenschaftler den nächsten Schritt geht und auf dem aufbauend wieder den nächsten. Und das ist ein Prozess, den kann ich nicht durch mehr Geld beschleunigen. Das ist zum Teil eine irrtümliche, zum Teil spricht man heute von Schaffen von Centers of Excellence und da mehr Geld hinein buttern und so. In gewissen Fällen mag das berechtigt sein, aber es ist zum Teil auch eine Forschungspolitik, ist meine persönliche Meinung, die nicht unbedingt geschickt ist. Und wie ist das jetzt, weil du den Begriff genannt hast, mit dem Begriff Fortschritt? Welche Dimensionen hat dieser Begriff Fortschritt für dich im Hinblick auf wissenschaftliche Arbeit? Es ist einfach was Neues, überraschendes Lernen. Okay. Als Naturwissenschaftler habe ich es leicht, eine neue, überraschende Eigenschaft der Welt, an die man vorher nicht gedacht hat. Das ist das Spannende. Zum Beispiel, ein Beispiel zu nehmen, wir leben jetzt in einem goldenen Zeitalter der Astrophysik. Was da an Himmelsobjekten neu entdeckt wird, an neuen Mechanismen, zum Beispiel allein die, weiß ich nicht, sind schon ein paar tausend Planeten, die man entdeckt hat, außerhalb des Sonnensystems, die Eigenschaften haben, die, und der Verschiedenheiten der Eigenschaften haben, die alles, was sich die menschliche Fantasie ausgedacht hat, vollkommen in den Schatten stellen, allein das ist schon unglaublich spannend, nicht? Mhm.
Es ist schon vorher das Wort Aufklärung gefallen im 18. Jahrhundert, in einer großen Zeit, wo diese Öffnungsbewegung wirklich quer durch alle Schichten gegangen ist, hat es diesen großen Satz, ich glaube, der schon eindrucksvoll war, wage es zu wissen. Also die Aufforderung, sich auf dieses sapere aude, Wissenswagnis einzulassen. Und ein Stück war im 18. Jahrhundert ja schon die Überzeugung, da man kann die Welt durch Vernunft verbessern. Ist von dem was übrig geblieben? Ich glaube schon. Also wie ist das, sehr konkret ist meine Frage an dich, wie siehst du diese Verbindung von Vernunft und dem Wunsch, eine bessere, das heißt demokratischere, mit mehr Rechten für die Individuen ausgestaltete Welt. Hat diese Forderung und die Überzeugung, den Kosmos der Vernunft zur Durchsetzung zu bringen, die Welt rational zu erklären, nicht ideologisch und religiös, sondern rational, ist die in einem untrennbaren Verhältnis mit dem ethischen Prinzip, also ist auf der Seite der Klugheit schon immer auch ein Stückchen das Gute und segelt die Dummheit mit der Barbarei. Jetzt kommen wir auf ein Gebiet, das für mich natürlich Glatteis ist. Ich bin ein einfacher, schlichter Naturwissenschaftler, nicht? Ja, aber die Frage... Darf ich ein Wasser haben noch? Du hast es da stehen. Ah ja, danke. Ich fange mit dem Wort Barbarei schon wenig an, weil die Barbaren wurden ja von den Griechen so genannt, weil sie bla bla, bla 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 geredet haben, was man sich nicht verstanden hat, was natürlich ein unglaubliches Vorurteil ist gegenüber anderen, nicht? Ja, ich habe es in dem Sinn gedacht, als es im 18. Jahrhundert einen schönen oder einen naiven Glauben daran gedacht hat, gegeben hat, wenn man der Vernunft zum Durchbruch verhilft, baut man auch an einer besseren Welt. Und dieser Glaube ist im 19. Jahrhundert und wahrscheinlich auch sehr radikal im 20. Jahrhundert zerstört worden. Horkheimer und Adorno haben dann das sehr anregende Buch über die Dialektik der Aufklärung geschrieben. Das ist also auch eine mächtige Nachtseite der Vernunft. In diesem Sinn habe ich es gemeint. Aber gibt es, oder war das einfach auch ein Denkfehler zu meinen, mit einer Durchsetzung von Rationalität und Vernunft, da hilft man auch einer besseren, humaneren Welt zum Durchbruch. Aber die haben wir doch. Es gibt doch Dinge, die sich geändert haben. Wenn ich mir anschaue, dass es bis am Beginn des 20. Jahrhunderts, dass es Duelle gab und die Menschen das als etwas Vernünftiges gehalten haben, etwas, das ehrenhaft ist, dass man sich gegenseitig im Prater am frühen Morgen umbringt. Oder die Situation der Frauen damals, nicht? Man braucht nur ein Schnitzler lesen und so weiter, nicht? Wie die ausgebeutet wurden, auch sexuell und so weiter, in dieser Männerwelt. Das hat sich schon gewaltig geändert. Da haben sich viele, da hat schon die Vernunft einiges. Mhm. Es ist nicht nur eine Änderung der Machtverhältnisse, das halte ich für falsch. Sondern heute sieht ja jeder ein, dass es da gewisse Dinge gibt, die einfach nicht vernünftig sind. Und zum Glück haben wir die nicht mehr. Ich bin nicht so kulturpessimistisch, dass da nichts gekommen ist. Ne? Aber wahrscheinlich muss man auch die Schattenseiten jetzt von einer rein, vielleicht auch manchmal so ingenieurmäßigen, technologischen Kultur auch sehen. Und man darf sie nicht, meine Frage ging im Sinn, wie diese Verbindung von Rationalität und Vernünftigkeit ist. Das ist eine wichtige Frage. Vernunft ist mehr als nur rational logisch. Mhm. Das ist völlig klar. Weil sich ethische
Prinzipien, glaube ich, nicht herleiten lassen durch eine rationale Analyse. Vernunft. Ich glaube, das geht nicht. Sondern, aber das kann durchaus also so ein Gegenstand der Vernunft, einer vernünftigen Weltsicht sein. Und dann kommen wir jetzt darauf an, wie definieren wir Vernunft? Ich meine, der Kardinal Ratzinger, spätere Papst Benedikt, hat den Begriff Vernunft als einen zentralen Punkt seiner Weltanschauung gesehen, nicht? Also das ist nicht so. Das heißt, in einer religiösen Position kann Vernunft nicht rein rational begründbar sein. Ich sage das nur als Beispiel, nicht? Da muss es Grenzen geben der rationalen Erklärbarkeit. Die nicht zuletzt, ja, wir wissen aus der Mathematik letztlich, ja, das gescheiterte Programm, die Mathematik auf rein deduktive Basis zu stellen durch Gödel, zeigt uns, dass da eine Grenze ist für eine logische Verstehbarkeit. Ich glaube auch der Welt. Aber das heißt noch nicht, dass das eine Grenze für Vernunft ist. Gegenwärtig gibt es seit einer Woche eine Ausstellung an der Universität Wien über den Wiener Kreis, eine Denkschule Beginn des Jahrhunderts, bei der Philosophen, Mathematiker, Logiker, Ökonomen miteinander diskutiert haben und eine wissenschaftliche Weltanschauung gefordert haben. Jetzt mit dem Blick, das ist sehr eindrucksvoll, wenn man sich die Diskussionen und die Ergebnisse dieser Diskussionen dieser wichtigen Schule anschaut. Es ist in den Räumlichkeiten der ehemaligen Universitätsturnanstalt in der Uni. Jetzt, wie siehst du das? Mangelt im Grunde diese Auseinandersetzung zwischen den großen Disziplinen? Eigentlich würde man sich einen neuen Wiener Kreis wünschen, in der Ökonomen mit Philosophen, Logikern konsequent miteinander diskutieren. Wie siehst du denn dieses Klima von Wissenschaften wieder auch in einen großen, fachübergreifenden Diskurs zu gehen? Interdisziplinarität wird ja nicht sonderlich belohnt in der Karriere. Aber es ist wahrscheinlich sehr widersprüchlich. Wie siehst du diese Chancen einer großen interdisziplinären Zusammenarbeit und Diskussion von Fragen, wie es der Wiener Kreis gemacht hat? Also sowas wie der Wiener Kreis kann natürlich nicht geplant entstehen, sondern das entsteht von selber durch eine gewisse Dynamik und durch die Initiative von einzelnen Personen. Die Voraussetzung dafür, das glaube ich schon, war, dass Wien ein Ort war für viele Menschen. Das geht noch zurück in die Monarchie, hier Chance zu sehen für einen Aufstieg, vor allen Dingen auch die Wissenschaften. Dass man hier ein Schlagwort, Upward Mobility hatte, nicht? Und das erzeugt und Wien war ein besonderer Ort im Vergleich zu allen anderen, weil Wien war die Hauptstadt dieses multiethnischen Reiches, und war zugleich die kleinste dieser Hauptstädte. Was den Effekt hatte, dass die Leute einander kannten, dass sie über verschiedene Grenzen, Fachgrenzen miteinander gesprochen haben. Größe kann hier ganz klarerweise, eine Größe in der Stadt kann hier ganz klarerweise ein Nachteil sein. Und meine These ist, dass wir das wieder erreichen können. Wenn wir uns die Landkarte Europas anschauen, so hat Wien einen besonderen Platz, hat auch einen besonderen Platz in den Köpfen der Menschen in Ost- und Südosteuropa. Ich persönlich habe die Vision, vielleicht gehöre ich dann zum Psychiater, wenn ich eine Vision habe, das weiß ich nicht, aber ich habe die Vision, dass Wien mit relativ geringen Mitteln und Österreich, nicht nur Wien, wieder ein zentraler intellektueller Ort in Europa werden kann. Wir müssen es nur für die jungen Menschen aus anderen Ländern attraktiver machen, als es derzeit der Fall ist.
Also man muss ein bisschen Cash in die Hand nehmen, das ist der Hauptgrund. Aber das erzählst du ja von deinen Forschungsgruppen, ich erlebe es an den Kunstuniversitäten. Ja, aber das ist zu punktuell, es gehört wirklich ein... Es ist eine riesige Chance. Es gehört ein nationales Programm her für so etwas. Das wäre eine unglaubliche Chance. Auf unsere in 10 oder 20 Jahren würden wir ganz anders dastehen als wir jetzt. Wobei wir in Österreich schon in den Wissenschaften sehr viel erreicht haben. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die über Österreich jammern. Also wir haben diesen Aderlass der Emigration, der war ja enorm, nicht? Abgesehen von den persönlichen Schicksalen dabei. Und auch dieses bewusste Verhindern, dass man die Leute wieder zurückholt nach 45 und so weiter. In einigen Fächern haben wir uns davon erholt, aber es könnte noch sehr viel mehr gemacht werden. Und das können wir durch eine bewusste Vorgangsweise erreichen. Auf unserer Einladungskarte steht neben Philosophie, Geistes, Kulturwissenschaften auch das Wort Kunst. Ich weiß jetzt aus unserer persönlichen Beziehung, dass dir Kunst sehr wichtig ist. Das Theater, die Oper, die bildenden Künste. Und du warst ja vor 2 Jahren, 2013, bei der Documenta eingeladen. Wie hast du diese Beziehung zu den Künstlern erlebt? Ich habe das sehr spannend gefunden. Wir haben ja auch öfter mit den Künstlern diskutiert. Ich habe das sehr, sehr spannend gefunden, hier einen ganz anderen Zugang zur Welt zu sehen, als es in den Naturwissenschaften der Fall ist. Zum Teil interessiert man sich für ähnliche Fragen, aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Es geht darum, dass wir hier auch Aktivitäten haben, die Menschen in Freiheit machen. Und wo dann sozusagen etwas herauskommt von ganz innen, das letztlich interessanterweise auch für andere Menschen interessant sein kann. Das sind keine das Verpflichtungs- und Disziplinzusammenhang steht, sondern ziemlich frei ist. Das ist oft ziemlich frei und manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es nicht. Das ist eigentlich verblüffend, warum es da eine Konvergenz zwischen verschiedenen Individuen gibt. Nicht? Wenn es vom Einzelnen aus sich heraus oder von der Einzelnen aus sich heraus produziert wird. Wenn man bei den bildenden Künsten bleibt, was hältst du denn von einem klassischen Werk, der klassischen Moderne von Kasimir Malevich, das Schwarze Quadrat? Ich stand schon davor, also ich kenne es. Ja. Wie geht es dir dabei? Es ist natürlich zeitgebunden gewesen damals, das ist ganz klar, das war eine klare Aussage. Das Schwarze Quadrat ist absolut die minimalistischste Aussage, die es gibt. Aber ich finde es gut, finde es interessant. Aber auch zum ersten Mal und in einer Vollkommenheit auch. Natürlich, freilich. Aber ich möchte vielleicht sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, als ich Präsident der Akademie wurde, habe ich gesagt, ich möchte ein Bild, ein zeitgenössisches Bild in meinem Büro haben. Nicht irgendwas von alten Monsterschinken sozusagen, nicht? Zeitgenössisches Bild. Und da hat mich der John Seiler, mit dem ich befreundet bin, von der Galerie Ulysses, habe ich gesagt, kannst du mir nicht helfen, was zu finden? Mhm. Und er hat die einzig richtige Frage gestellt. Er hat gesagt, was hättest du gern? Mhm. Und ich habe ihm gesagt, ich hätte gerne eines dieser Bilder, die im renovierten Redoutensaal hängen. Von Mikl, ja. Hat er gesagt, es wird schwer sein, dass wir so ein Bild bekommen. Das sind ja Gemälde, die da aufgehängt sind, nicht? Wird schwer sein, aber er wird schauen. Und jetzt hat mir die Frau Mikl hat mir ein wunderschönes Bild genau aus dieser Zeit zur Verfügung gestellt. In diesem Stil gemahlen und so weiter. Das hängt jetzt in meinem Büro. Und dieses Bild, ich sage das deshalb, weil dieses Bild strahlt eine unheimliche Macht aus, unheimliche Power. Das hat eine Kraft. Wenn man das sieht, das ist Leben. Ich kann es nicht identifizieren, ich kann nicht sagen, warum das so wirkt auf mich. Es wirkt auch auf andere Leute so, das sagen auch andere Leute. Und das ist etwas, wo man als Naturwissenschaftler einen Künstler nur beneiden kann. Oder auch zum Beispiel, wenn ich mir überlege, im Konzerthaus war ein irgendein Stück von Zimmermann. Es war irgendwas mit
mit ich weiß nicht, ob das irgendwas mit Nationalsozialismus, irgendetwas war das, über Konzentration, irgend so ein Stück war das. Und das war dann plötzlich, während dieses Stück steht ein Herr in der dritten, vierten Reihe mit genagelten Schuhen auf. Lachemann, glaube ich, ne? Irgend sowas, von Zimmermann. Okay. Von Zimmermann. Mhm. Und der ist rausgegangen mit den genagelten Schuhen, bewusst so laut, dass jeder im Konzerthaus das gehört hat. Hat man gedacht, den Komponisten beneide ich jetzt. Der schafft es, Emotionen zu produzieren in einem Menschen, den er gar nicht kennt, die so stark sind, dass sich der vor 2000 Leuten vollkommen entblödet. Ich meine, das ist unglaublich. Das ist eine Macht, die Naturwissenschaften nicht haben. Es ist beeindruckend. Es war wirklich beeindruckend, nicht? Es hat ja mit sehr eindrucksvollen, um noch bei dem Thema zu bleiben, Beispielen, der Zufall auch bei einer Reihe von Künstlern eine wichtige Stellung im Herstellungsprozess von Kunstwerken übernommen, wenn ich an den Jackson Pollock denke, oder also der sozusagen mit Farbe schüttelt, oder den, oder auch den Nietzsche, der seine Farbe, das ist viel Nietzsche Zufall, mit den Schüttbildern, oder Yves Klein, der mit seinem magischen Blau Bilder erzeugt, wo er Models in dieser Farbe wälzen lässt und dann auf Leinwand. Das ist ja auch ein interessantes Modell, jetzt den Zufall zu einem Mitarbeiter in der Kunst zu machen. Ja, aber es funktioniert nur, wenn vom Künstler eine gute Dramaturgie gegeben wird, ein Rahmen gegeben wird, in dem sich dieser Zufall dann auswirken kann. Und das ist letztlich der kreative Prozess dann, dass der Rahmen so ausschaut, dass das funktioniert, nicht? Danke, dass Sie dabei waren, und kommen Sie wieder zu den Wiener Vorlesungen.